Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Dani Roll P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir als Silver Shroud noch ein bisschen Gerechtigkeit ausgeübt. Und zwar bei Sinjin, so ein, weiß ich nicht, Raider-Boss-Typ, irgendwie sowas, der Good Neighbor terrorisiert hat. Und jetzt sind wir hier im der Shaw High School, hieß das, glaube ich, hier. Und bekommen wieder voll auf die Fresse. Obwohl wir im letzten Part alles mit einem Schuss wörtlich weggehauen haben. Aber jetzt haben wir wieder unsere alten Klamotten an und ja, jetzt wird es auf jeden Fall besser. Irgendwie nicht. Weil die geben mir keinen besseren Schaden. Also ich sollte Hancock vielleicht mal wegschicken. Hey, du musst es nur. Willst du Wir jeden weg. Tag ein bisschen Hey. aufhören? Es wird Wegschicken. Zeit, sich. Alles hat mal ein Ende. Genau, Sanctuary jetzt. So, jetzt muss ich noch mehr Schaden machen, ne? Hab ich geguckt. Ändert sich ja der Schaden, muss man darauf achten, ob sich die Werte ändern. Übrigens, falls euch der Part gefällt, könnt ihr mal ein Like, einen Kommentar oder ein Abo hinterlassen. Das würde mich sehr freuen und dem Part, ich sag's immer wieder, den Kanal sehr weiterhelfen. Hier ist Meister verschlossen, das nehme ich doch mal an. Muss da irgendwas Wichtiges sein. Das ist bestimmt eine riesige Abkürzung, eigentlich nur, ne? Jetzt so in den meisten Fällen. Geräusch. Zeit zum Sterben. Ja, du klangst irgendwie anders. Sammler Baseball, was? Wie viel habe ich? Nee, nur eins, nee, zwei. Krieg ich den Sammler Baseball. Oh. Sich jetzt mehr Schaden ab, ich weiß nicht. So, Bams und Bams und Bams und Bams und Bams und Bams und Zeitlupe, nein, verdammt, waren genau 6. Ha. Hallo, genug Munition, damit auch so welche da ausnutzen. So, mich okay. Ich bin interessiert, was dieser Sammler Baseball ist. Ich kann mir halt diesen einen Typen ja geben in Diamond City. Er gibt uns bald nichts dafür. Meine gleiche Belohnung wie am letzten Mal, als wir ihm Sammlerstücke gegeben haben. Das ist ein verbranntes Buch. Verdammt. Warum ist er schon wieder verschlossen? Bombermeister, hier ist wieder verschlossen. Was soll denn das? Das Was habt ihr denn hier so Geheimes zum Verstecken? Von R. Burton. Okay, Burton, ich bin hier. Beeilung, raus damit. Ich habe eine Menge Pläne für diesen Sommer und keiner von denen hat damit zu tun, dass ich mich mit dir unterhalte. Also, Ronald, das verletzt mich. Auf Höflichkeiten verzichten und direkt zum Geschäft kommen, nach allem, was wir dieses Semester gemeinsam vollbracht haben? Zum letzten Hallo? Nett. Für dich, Rektor Tenner. Schaden vermeiden. Du hast mir jede Woche Wie Giftpillen du, gegeben. Was hast du erwartet, du armseliger kleiner Mann? Und auch wenn das alles wahr ist, na und? Niemand wird dir glauben. Du bist nur ein Kind und ich bin der Rektor. Und wichtiger noch, ein Erwachsener. Oh, die werden mir schon glauben, Ronald. Ganz besonders, wenn sie hören, wie du alles mit deinen eigenen Worten gestehst. Wovon redest du? Moment, ist das ein Holoband? Du Elender! Warte. Hier sieht man aber nirgendwo eine Leiche oder so. Okay. Was ist hier passiert am Ende? Marken ausgeben. Oh, gib mir die. Ich will den Sammler Baseball haben. Oh. 100 Magen für Mentase. Bestimmt nichts Wichtiges, aber egal. Jetzt habe ich einen Sammler Baseball.
der überhaupt nicht anders aussieht wie irgendein anderer. Verdammt, egal. Ja. Bin ich hier, Highschool schon abgeschlossen. Jetzt war immer noch nicht, wovon er abhängt, wenn ein Ort Hallo abgeschlossen ist und da ist noch ein Gegner, ein legendärer. Oh mein Gott, oh, 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 das tut weh. Oh, oh. Zahl. Ich verliere ja Waffen, weil ich die immer aus den Händen schieße. Dabei schieße ich gar nicht auf die Hände. Du wirst mich schlagen. Gehe ich in Zeitlupe. Komm, war. Ich bleibe immer wieder so Diskussionen. Weiß nicht, wie ich jetzt darauf komme, aber wer stärker wäre, der Hauptcharakter aus eigentlich Skyrim oder der Hauptcharakter aus, sag ich mal, Fallout 3. Also ein Charakter aus Elder Scrolls und ein Charakter aus Fallout. Weiß nicht. Charaktere aus Fallout, die wird immer spekuliert hat, die eine erhöhte Reflex haben und so, weil die in Zeitlupe gehen können. Weil nicht passt das irgendwie. Hallo Coward. Egal, will ich haben. Lehrer Terminal. Oder da war schon. Ich würde mal noch sagen, die Charaktere aus Elder Scrolls. Weil die können alles Mögliche. Voll ja kann Fähigkeiten und so ein komplexes Zeug. Dafür haben die Charaktere in Fallout einen Mini-Atombombenwerfer. Wer in dem Fall hier einen Atombombenwerfer, der 8 Mini-Atome auf einmal abwirft. Ja, was haben die aus Elder Scrolls? Sie können, weiß ich nicht. Ich glaube, einer der stärksten Zauber in Skyrim war irgendwie von jedem Element irgendwie so voll der Sturm, so ein Donnersturm, so ein Feuersturm oder irgendwie so, weil es so eine riesige Fläche abgedeckt hat. Also ja, das ist auch nicht zu unterschätzen. Schwierig, die Frage. Aber interessant, da mal darüber nachzudenken, ne? Okay. Sind Mentats auch Drogen? Ja, ne? Also, ja, ist klar, sind Drogen, ja. Im Spiel, aber sind halt wirklich Drogen oder sind das einfach nur, weiß ich nicht. Ich meine, in den Schulen werden die ausgegeben, also schon ein bisschen komisch. Nun Sammler Baseball bist, ne? Ich kann noch nicht mal mit dir interagieren. Für random irgendwas mitgenommen hier. So raus hier, oder? War ich hier schon? Ne. Hi. Mo. Ja, pf, ist aber schuld, wenn du eine Stunde lang hier am Rumheulen bist. Mo. Oh, ich bin tot. And now I'm stuck. Okay. Haben wir hier unten noch was? Ja, typische Leichen im Keller. Wackelpuppe, irgendwie sowas, Mentals natürlich. Ich werde nicht überraschen, wenn er schon vor den Supermutanten hier so ausgesehen hat. Also wird also als Kantinenessen hergestellt. Gut, raus hier, glaube ich. Oder? Ja, gehen wir raus hier. Ja. Was ist hier noch? Also, stimmt, wir haben ja einen Schlüssel hier mal gefunden. Jetzt kriegen wir eine Wackelpuppe. Da ist nochmal Meister verschlossen, meine Güte. Ja. Ich frage mich, wie viele Mentate sind.
10 mental zu überall. Fast gelohnt. Oh, Tourenversteuerung. Ja toll, ich hätte dann einfach so öffnen können. Reden einmal Shelly, den Rusty Burton, Luke Anderson. Vielleicht sind da bekannte Namen drin. Wie James. Wie auch immer der Hauptcharakter mit Nachnamen hieß. Aber der Vater ist James. Natürlich mal Whisky. Geiler Rektor. Gut. Also, ja, warum sie ja aufschließen, hallo? So, Hecken. Habe ich noch zweimal gelesen. So, raus hier. Und dann gucken wir mal, ob es hier noch was zu erkunden gibt. Weil wir müssen noch das Ödland erkunden, bis auf den letzten Fleck. Auch wenn da nichts ist. Aber wir haben schon wieder ein Magazin jetzt bekommen, ne? Den ersten random Ort, den wir hier mal wieder gefunden haben. Also Albert. Mit unaufhaltsam gibt es irgendwie 14 Ausgaben oder so. Und ich habe, glaube ich, jetzt 10. Ich hab mir alles so aufgeschrieben, eine Liste und so was verfasst. Und hast du nicht gesehen. Ja, wo könnten hier noch Orte sein? Ich habe da oben ja was notiert, da habe ich was gefunden. Hier so einen noch nicht eingezeichneten Ort. Aber. Also nicht. Da ist noch ein Bunker, sehe ich gerade. Ja, ich glaube, was ich da oben gefunden habe, war auch ein Bunker. Bin ich natürlich nicht reingegangen, aber ich habe den auf der Karte da gesehen und mir notiert. Aber hier haben wir auch einen Bunker, lass da reingehen. Ist der Bunker? Nein. Oder? Nein. Ist das nicht Jamaica Plain hier? Ja. An Jamaica Plain vorbei. So kenne ich die Orte schon. Ich spiele das Spiel schon seit 2 Jahren ungefähr, ne? Ne, so ein bisschen mehr als 1 Jahr, glaube ich. Letztes Jahr habe ich angefangen. Oder eigentlich schon noch letztes Jahr das Spiel beenden, aber wir sind ja kurz davor. Tecam University Point. Wo? Da? Da oben? Einfach eiskalt vorbeigelaufen, hallo? Wenn ihr. Jetzt kein Kollegen, der mir hier was abnimmt, wenn ich voll beladen bin, leider. Irgendwann gehen wir mal hier die ganze Autobahn hier entlang. Ich habe mir schon so viel, habe mir noch so viel vorgenommen, was wir hier machen. Random Zeugs. Irgendwie kommt es nie dazu, habe ich so ein Gefühl. Hoppa. Wo ist die Apotheke? Soll irgendwo hier sein, anscheinend. Mehr mit Harz. Na, oh, hier ist Ende. Ist die Apotheke? Ich sehe aber auf der Karte, aber irgendwie ist hier nichts. Merkwürdig. Also warte, das lösen wir mal so. Teleportieren uns dahin. Wo lande ich jetzt? Genau da, wo ich auch vorstand. Oder? Ah, hallo. Volt 88. What? What? Hä?
Ja, Moment mal. Hier waren wir schon. Da ist so dieser Ort, von dem ich immer dachte, das wäre hier voll die Siedlung. Und 88. Gehen wir mal da rein. Bin ich so da reingekommen? Nee, ne? Doch, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Weil wir müssen hier den Ort doch erkundet haben. Da war dieser eine Ort, der nicht weit ging hier, diese Vault. Gehen wir mal da rein. Zeige dich. Vault 88. Hier war ich noch nicht, sonst wären die geplündert. Hier ist ein anderer Eingang zu Vault 88, ne? Wow. Oh, da war noch nicht. Ich hab nur so wusch gehört, ey. Mein Gott. Nein, das wollte ich. Ja, blöd, dass mein MG leer war mitten in der Mission. Soll nicht wahr sein. Warte mal. Aha! Was ist das? So kommt sie in Vault 88 rein, was? Cool. Mein Gott, hast du, boah, wie viel Platz du hier hast, ne? Muss doch einfach nicht wahr sein. Okay. Guck mal, was es noch hier gibt. Soll ich zu dem Ort hingehen, den ich verzeichnet habe? Den Bunker. Weil das sieht. War das jetzt eine Apotheke? Das war eine Apotheke. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. 88, ja, okay. Ja. Geiles Auto. Gehen wir mal hier so lang. Hier kann man noch gar nicht erkunden, so die unterste Ecke. Vielleicht ist da ja was. Ich habe eine nette Fähigkeit gesehen, die ich mir holen könnte. Werde ich mir vielleicht vor der nächsten Aufnahmesession irgendwie holen. Das ist diese bewegliche Zielfähigkeit, die zwar ein bisschen doof ist, aber der letzte Rang davon ist interessant. Und zwar, hallo. Kosten da beim Sprinten die Aktionspunkte nur noch 50%. Also ich kann viel länger sprinten. Das Gesicht ist einfach weggeflogen. Ja, das möchte ich gerne haben. Und aufleveln ist ja jetzt kein Ding, ne? Ich kenne da ja was. Wow, da ist was. Ich habe nicht gedacht, dass das da irgendwo ist, aber okay. Das ist, glaube ich, Quincy, ne? Noch mal da für einen Ort. Das ist ja schon wieder ein Ort, den ich schon erkundet hatte im ersten Spieldurchlauf. Also bevor ich hier immer alles nachgespielt habe. Ich habe mal alles nachgespielt, falls ihr etwas später eingeschaltet habt. Peabody House. Warte mal. Ja. Hallo. Der Name kommt mir bekannt vor. Ja.
nicht näher kommen. Ich bin schon. Ha. Was machst du hier draußen? Das hier ist unser Zuhause. Wir haben hier schon vor dem Krieg gelebt. Als die Bomben fielen, haben wir unsere Freunde und unsere Familie verloren. Und sogar unseren Sohn. Jetzt haben wir nur noch uns. Warum sollten wir irgendwo anders hin? Peabody, der Name kommt mir bekannt vor. Hi. Ja? Ja? Oh, Peabody, der kommt auch aus irgendeinem anderen Fallout-Teil, oder? Bestimmt der Sohn. Bestimmt der Sohn irgendwie. Hier ist auch Peabody mit Nachnamen. Deswegen kommt mir der Name bekannt, wo die haben gesagt, die haben einen Sohn. Ja? Aber mehr kann ich bei euch nicht machen, ehrlich. Peabody aus, ja. Mehr nicht. Na, vielleicht ist hier noch irgendwas. Sieht aber schon aus, als würde es gleich nicht weitergehen. Was ist denn das? Ach, da war ich schon. Das ist nichts, das ist das große Nichts. Hey, hör auf damit. Alter. Hallo? Was soll das? Das ist ein Leuchtturm, das ist auch bestimmt bald, ne? Oh, ich glaube, da waren wir schon mal. Mit Majorats, ne? So, danke. Mal die Ecke abgrasen, da sind meistens irgendwie die komischsten Sachen. Auf ein Schiff irgendwas. Mein Kopf gerade so neigen. Alter. Ich hab dich echt mit einem Schuss kaputt gehauen. Was? Na, war eine Königin. Leck mich denn an, mein Gott. Da wollte ich nicht mitnehmen. Irgendwo habe ich eine Königin gehört. Hi. Muss ich nicht töten, aber ich will's. That explosion. So. Wenn ich in den Ecken hier nix. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, Lorenzos Artefaktpistole könnte ich irgendwie noch verbessern. Irgendwie könnte ich die aufladen anscheinend und dann. Irgendwie so Elektroschock. Okay. Was ist das? Ich hab sowas von gewusst. Ein Viecher, ich verfolge mich den ganzen Weg. Ich bin auf den Nerven. Da waren wir schon. Hat draußen des Meeres verklärt. Es ist so wunderschön. Ach Mann. Irgendein Ort, komm schon. Mehr so lang. Irgendein Ort werde ich schon finden.
Hier ist voll am Myeloid-Gebiet. Lass mich raten. Weil wir gerade schon welche begegnet sind. Da komme ich darauf. So, irgendwie Klamotten, mit denen man schnell sprinten kann. Die sollte ich vielleicht anziehen. Dann könnten wir perfekt erkunden. Aber im nächsten Part gehen wir zu den Ort, den ich erkundet habe letztens. Dann haben wir wesentlich etwas, wir machen können. Na, hier haben wir gerade nichts. Weil sie wissen, dass hier unten nichts ist. Nächstes Mal habe ich das wieder vergessen. So läuft das doch. Ich glaub, da steht jemand. Na, mein ihr. Hallo? Du hast gepennt. Wir sind jetzt aber wieder einen Ort gefunden, der nicht verzeichnet war. Mich, jetzt schlag ich dich. Du schlägst mich, jetzt schlag ich dich. Und jetzt schlag ich dich sowas von. Ah. Machen wir mal am Ende. Nein, sie haben die Katze getötet, die Schweine. Sieht voll wie hat gemütliche Plätzchen aus. Am Leben. Das Gegenteil von Tod, genau. Am Leben. Noch ganz Musik. Ja, mehr ist ja nicht. Vielleicht hier drin, vielleicht sei ja eine Wackelpuppe drin. Pff. Also ab. Okay. Geschafft. Boah. Ich mich auf, dass das nicht geskriptete Sachen sind. Hier ist aber nichts. Schade. Hier hat nur eine Katze gewohnt oder was? Da seht ihr, solche Sachen findet man nur, wenn man random irgendwie durch die Gegend rennt. Aber mehr ist erlaubt, ne? Da waren wir schon, da sind die. Geht die Buttercups Dinger. Ja, in diesem Fall gab es wieder einen Ort, da können wir hingehen. Da ist ganz echt irgendwas. Übrigens noch keine Aliens gefunden. Wo sind hier noch Aliens? Ich will Aliens. Vor geraumer Zeit habe ich mal irgendwie in der Nähe von Diamond City so Geräusche gehört. Also meine Gefährten haben immer Geräusche gehört. Was? Was bist du denn? No. Und ich dachte, da wären irgendwie Geräusche von einem abstürzenden UFO. Weil ich habe nichts gehört zu dem Zeitpunkt. Aber vielleicht waren es ja UFOs. Abgestürzt sind. Ich habe es natürlich wieder nicht mitbekommen. Okay. Doch irgendwo hier mal UFO sein oder Alien Blaster. Wo ist der Alien Blaster in diesem Spiel? Den zu einem bekommen von diesen komischen UFO-Typen, aber das ist auch nur einzigartiger. Ich finde irgendwie muss es doch vor allem, wir haben ja irgendwann mal eine Zeitschrift bekommen, die den Schaden des Alien Blasters erhöht. So muss es ja im Hauptspiel einen Alien Blaster irgendwo geben. Das verwirrt mich. Ja,
sollten sie halt auf der Kante auch nicht einzeigen, wenn ich hier nicht weitergehen kann. Da kannst du dann noch irgendwie ein paar Schritte runtergehen. Gut, hier unten ist anscheinend nichts. Dann gehen wir in der nächsten Folge den Ort, den ich zu den Ort, den ich erkundet habe, nachdem wir dieses Schiff hier erkundet haben. Und wahrscheinlich wieder eine Meilock-Königin. Ne? Die sind immer irgendwie da, wenn ich in so ein Schiff reingehe. Keine Ahnung. Ich werde auf jeden Fall in der nächsten Folge den Ort besuchen. Ach, der Goldschock ist gleich leer. Und dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Wenn euch das gefallen hat, könnt ihr ein Like, ein Abo oder einen Kommentar hinterlassen. Das würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns. Tschüss.